Wenn du zu den Menschen gehörst, die den Glauben und die Hoffnung haben, dass Gedanken sich als Ziel manifestieren und erreichen lassen, dann gehörst du schon zu den ganz wenigen Menschen, die einen solchen Glauben haben. Heute werden wir uns darauf aufbauend über die wichtigste Managementfähigkeit unterhalten, die du brauchst, damit deine Ziele und Gedanken tatsächlich Realität werden. Und ganz zum Schluss werde ich dir noch einen Leitfaden dazu geben. Mein Name ist Daniel Schäfer. Ich bin nicht nur Unternehmensberater, Coach und Trainer, sondern selbst Unternehmer. Und davor war ich auch Leistungssportler und habe mich auch in der Musik in einer Band eingebracht. Und dort war es super wichtig, sich nicht nur tolle Ziele oder Träume vorstellen zu können oder vielleicht Ziele aufzuschreiben, um dann schlafen zu gehen, am nächsten Tag die vergessen zu haben. Sondern viel wichtiger war es auch zur Zielerreichung, diese Managementfähigkeit einzusetzen. Und darum geht es jetzt in diesem Video. Schauen wir uns nun mal die wichtigste Ausgangsvoraussetzung an, damit überhaupt deine Ziele in der Zukunft erreicht werden können, damit du ein erfolgreicher Mensch wirst. Denn Erfolg bedeutet ja die fortgesetzte Verwirklichung gesetzter Ziele. Das, was du als erstes brauchst, ist zunächst etwas ganz Banales, was jeder Mensch als Kind gehabt hat, aber im Laufe möglicherweise seiner Schulausbildung und Elternhausdurchschreitung verloren hat, nämlich einen Traum. Und dieser Traum sollte mit Emotionen aufgeladen, besetzt sein, dich also morgens motivieren, um 4 Uhr aufzustehen oder vielleicht um 5 und bis abends auch spät zu arbeiten oder deinen Tag darin zu investieren. Der nächste Schritt, den dann die Profis machen und weltweit aber die Unternehmer vielleicht auch intuitiv erlernen, egal ob es ein selbstständiger Unternehmer ist, der etwas aufbaut oder ein Musiker ist, der ein Konzert entweder selbst komponiert oder performt, interpretiert am Klavier oder per Gesang oder ob es ein Sportler ist, der einfach seinen Marathon laufen will. Der nächste Schritt ist aus dem Traum eine Zielvorstellung in der Zukunft tatsächlich abzubilden, und zwar schriftlich. Und egal, ob du jetzt dein gesamtes Leben in der Zukunft dir vorstellen willst und abbilden willst, dass du verschiedene Lebensbereiche hast, oder ob du dir ein Ziel nimmst, zum Beispiel Aufbau eines Unternehmens oder erfolgreicher Sportler zu sein, du wirst dieses Ziel in verschiedene Projekte, genau wie eine Torte, unterteilen. Die Hochzeitstorte wird angeschnitten, Stück für Stück, dass jeder etwas abbekommt. Und deine Zielvorstellung, die wird auch angeschnitten, sodass kleine planbare Projekte auch entstehen. Also wenn du gründest, wirst du deinen Businessplan, Finanzplan, Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse, Zielgruppenanalyse haben. Du wirst Kostenvoranschläge einholen. Du wirst überlegen, welche Finanzierungsmittel zur Verfügung stehen. Du wirst analysieren, was du brauchst, um weitere Kapitalgeber zu gewinnen, Investoren zu überzeugen oder einfach einen Standort, einen Vermieter zu finden und zu überzeugen. Auch als Sportler, wenn du Marathon läufst, brauchst du einen Vorsorgeplan, du brauchst einen Trainingsplan, du brauchst einen Ernährungsplan, du brauchst vielleicht auch einen Erholungsplan und vielleicht zu guter Letzt auch einen Plan zu deiner Ausrüstung und Versorgung. Also wie auch immer du dir Ziele setzt, brauchst du viele verschiedene Projekte. Das Dumme ist aber, selbst wenn du das heute alles fertig machst, du hast den ganzen Tag geträumt und dann hast du dann dir Ziele messbar, spezifisch, attraktiv, realistisch mit Fristen gesetzt und du gehst dann schlafen, da passiert erstmal nichts. Und genau an diesem Punkt trennt sich Spreu vom Weizen. Es gibt viele Menschen, die Wochenendseminare besuchen und ihre Träume unter Druckbetankung ein wenig aufpumpen, vielleicht noch die Ziele niederschreiben. Aber das war's häufig, weil sie kein System haben, mit dem sie sich an die Zukunft daran erinnern, die kleinen Aufgaben auch zu erledigen, die dazu notwendig sind, dass das Ziel auch Zug um Zug Wirklichkeit wird. Also denk daran, dass Erfolg nichts anderes ist als die fortgesetzte Erledigung deiner gesetzten Ziele. Das bedeutet, dass du jeden Tag Aufgaben abhakst. Das müssen nicht viele sein, sondern jeden Tag einige wenige, die dazu führen, dass wenn die erledigt sind, nach einer gewissen Zeit dein Ziel erreichbar gemacht haben. Bedeutet also, höre nicht auf beim Träumen oder beim Ziele setzen, sondern du brauchst ein System, wo du dann Zug um Zug deine Aufgaben wie eine Perlenkette systematisch aneinander auflisten kannst, die du jeden Tag abarbeiten kannst. Stell dir einfach mal einen Terminkalender vor, der so groß ist, dass alle Aufgaben, die erledigt werden müssen, damit du sagen kannst, dein Ziel ist abgehakt, dass diese aufnehmen kann.
Das gibt's tatsächlich. Das bedeutet, wenn du ein 7-Jahres-Ziel hättest, müsstest du nur 7 Kalender kaufen, 7 große Kalender, wo du die Aufgaben alle notierst und du systematisch jeden Tag das wegarbeitest, wie auch sonst ein Mitarbeiter zu seiner Arbeitsstelle geht. Nur der Unterschied ist, dass diese Arbeitsschritte dazu führen, dass dein Ziel erreicht wird. Wie sieht nun die Realität aus? Nun, die meisten Menschen, wenn sie überhaupt einen Terminkalender haben, gucken ihr kleines Smartphone und da sehen sie 2 Aufgaben. Ich muss zum Sport, einkaufen gehen und vielleicht noch zur Arbeit und das war's. Die ganzen Aufgaben, die abgeleitet sind von den Zielen, von den Projekten, die findest du in der Regel bei den wenigsten Menschen in deinem Umfeld im Kalender. Das Ergebnis ist, dass diese Menschen älter werden, dicker werden, kränker werden, vielleicht sogar ärmer werden, weil die Inflation steigt, aber was sie nicht von sich behaupten können, dass sie Tag für Tag, Zug um Zug, ihre Ziele erledigen. Und denk daran, dass es allein im beruflichen Bereich mehrere Ziele gibt. Aber neben den beruflichen Bereichen in deinem Leben gibt es noch deinen Beziehungsbereich, deinen Sinn im Lebensbereich, deine Persönlichkeitsentwicklung, dein soziales Netzwerk, deine Charakterentwicklung, deine Fähigkeit zur Verhaltensentwicklung, deine Berufung insgesamt, deine Verwaltung von Vermögen, deine Spielspaß und Abenteuer, die du planen willst und der gesamte Managementbereich, den du hier siehst. All das sind verschiedene Lebensbereiche. Und ich glaube, wenn du dir 7 bis 10 Lebensbereiche setzt, dann wirst du pro Jahr 2 oder 3 Ziele haben, die du pro Jahr anstreben willst. Das bedeutet, wenn du das hochrechnest, 10 mal 3 sind dann 30 Ziele pro Jahr. Und wenn du jedes dieser Ziele unterteilst in 3 bis 10 Projekte, nun hast du ganz schnell mal 300 Projekte pro Jahr. Und wenn du jedes dieser Projekte auch noch in kleine Aufgaben unterteilst, wie eine Salami in Scheiben schneidest, dann bist du ruckzuck bei 3000 kleinen Aufgäbchen. Das ist vielleicht viel, aber wenn du es aufteilst auf 300 Arbeitstage und 65 Tage frei machst, nun, dann hast du jeden Tag 10 Aufgaben zu erledigen. Nur der Unterschied ist, wenn du die erledigst, dann arbeitest du an deinen Zielen. Und wenn du diese 300 Tage mit 10 Aufgaben deiner Zielsetzung abgeleitet erledigt hast, was ist dann erreicht? Richtig, du hast die Projekte erledigt und du hast deine Ziele erreicht, bist wieder ein Stück weit erfolgreicher geworden. Wenn du wissen willst, wie so ein System aussieht, dann kannst du gerne Gebrauch machen, nicht nur von einem kostenfreien Erstgespräch, sondern du findest unterhalb des Videos zusätzlich einen Link zu einer Datei. Dort habe ich dir mal eine Musterwoche, eine Wochenplanung dort abgebildet, die sicherstellt, dass du an allen Lebensbereichen arbeiten kannst. Und das Zweite ist, was du brauchst, ist ein Terminkalender. Und ich empfehle dir nicht, den elektronischen zu nehmen, der, wenn er zu ist, weg ist, aus ist, Strom fehlt, du nicht mehr einsehen kannst, sondern ich empfehle dir, so wie eine Art Praxis, einen großen Kalender A4, wo du alle 7 Tage nebeneinander hast, wo du dann diese ganzen Aufgaben, die du rausgeschält hast aus deinen Projekten, dass du diese Aufgabe auch eintragen kannst. Denn entscheidend ist nicht, dass du nur Termine machst mit anderen Menschen, sondern dass du Termine machst mit deinen Aufgaben. Sprich also, jede Aufgabe verortest an einem spezifischen Punkt in deinem Kalender. Wenn das nicht stattfindet, wann und wer soll dann deine Aufgaben erledigen? Also mach jetzt Gebrauch vom kostenfreien Erstgespräch, denn wir haben nicht nur gute Unternehmensberater, sondern auch Coaches bei uns und Unternehmer bei uns im Team, die dich dabei begleiten können. Und glaub mir, dieses System zu installieren, das geht nicht in 3 Tagen oder 3 Wochen. Da brauchst du jemanden, der dich über vielleicht 3 Monate oder vielleicht im Laufe eines Jahres, deines ersten Gründungsjahres, dabei begleitet, dass du dein System so aufbaust, dass deine Zeit so verwendet wird, organisiert wird, gemanagt wird, dass du tatsächlich auch die Ziele erreichen wirst. Denn das, zusammengefasst, ist, was Bill Gates, Elon Musk, Richard Branson und viele andere Unternehmer gemeinsam haben. Sie haben alle 24 Stunden am Tag, 168 in der Woche, 52 Kalenderwochen im Jahr. Es wird nicht mehr, auch wenn du Millionär oder Milliardär bist. Entscheidend ist nur, wie du sicherstellst, dass in dein Zeitmanagementsystem auch deine Aufgaben reinkommen von den Zielen, die du dir selbst gesetzt hast und du damit automatisch verhinderst, dass du beispielsweise dir Zeitseuchen einfängst, wie Computerspiele, wie Fußballfan sein, wie beispielsweise alle Netflix-Serien zu kennen. Das alles kann dann raus, weil du in diesen Zeitfenstern, wo der Rest der Gesellschaft vom Fernseher sitzt oder im Fußballstadion, weil du dann an deinen Aufgaben arbeitest mit den Menschen, die dir wichtig sind, in den Orten, wo du dich dafür entschieden hast und zu guter Letzt auch das Gehalt verdienst, was tatsächlich auch deinen Leistungen dann entspricht. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.